So, jetzt darf ich dir aber helfen, ne? Ach, die sah aus wie so ein kleiner Makoros. Mit ganz vielen Nägeln im Kopf. Danke sehr. Es hat auch nur 34.506.250 Sekunden gedauert, bis mich jemand gerettet hat. Moment. Wie lange hängst du da schon? Das ist... Etwas mehr als ein Jahr. War ja nur ein Jahr und ein Monat, den er da rumhing. Wen hatten wir denn da jetzt befreit? Nagelgroß. Er ist 122,624 cm groß und 21,262 Gramm wiegt er. Ist sehr sensibel. Okay. Aber solche kleinen Penibilitäten, nenne ich es mal, ist auch ganz witzig. Ah, wait. Ach, guck mal, jetzt sind diese Züge hier, ne? Hä? Was? Wie habe ich den jetzt aktiviert? Hä? Was? Ich habe gar nichts gedrückt und plötzlich habe ich das Ding. Hi. Plötzlich habe ich das Ding aktiviert. Hallo? Hä? Das Spiel? Ich bin nicht mehr im Kampf. Okay. Ich habe das Spiel geglitscht. Ich habe den Kampf gewonnen, ohne irgendwas zu machen, und jetzt geht die Musik einfach ewig weiter. Wie habe ich mich da hochgeglitscht? Das Ding einfach. Ne, falscher Knopf. Dann ziehe ich den einfach nur raus. Aber allgemein bringt mir das ja nichts, die irgendwas mitzumachen. Also, wir haben jetzt aber ein bisschen coolere Musik fürs normale einfach nur durchlaufen. Also, why not? Aber ich glaube, die sollte hier nicht sein. Ach ja, stimmt, die muss ich angreifen, die Dinger. Ach, da oben. So? Moment. Müsste ich dann wahrscheinlich hier hinziehen? Dich dann wahrscheinlich darüber ziehen. Weil dann kann ich hier rüber und hier rüber. So. Und jetzt kann ich das Ding wieder zurückziehen. Um ihn dahin zu stellen, wo dann gleich das Teilchen das spawnt. So. Nein, ich bin nicht hochgekommen. Okay, aber das war zumindest schon mal richtig. So.
Tschesche. Also, es geht schneller, wenn ich das so mache. Ist der nächste? Achso, es waren nur die beiden. Okay. Ich muss noch einen Schrank aufbauen. Ich hoffe, er fällt nicht auseinander. Na, nice. Drei Tränke. Wovon ich im Endeffekt nur einen davon gebraucht habe, weil ich die eh immer noch nicht verwende. Aber jetzt muss ich doch noch mal kurz auf der anderen Seite gucken, ob das wirklich sonst nichts anderes gebracht hat, die Waggons. Cheshire, zieh dir mal... Zieh den mal rüber. Bringt mir das irgendetwas? Ich glaube zwar nicht, aber es kann trotzdem nicht schaden, die alle mal aktiviert zu haben. Jo. Hat mir jetzt nichts gebracht. Glaube ich. Okay. Wissen wir zumindest, dass mir das nichts bringt. Wie sieht es mit der Stelle hier unten aus? Ach da. Ist ein Loch im Zaun. Aber ich komme nicht hin. Das finde ich gemein. Kommt Cheshire dahin? Nein. Frech. So, jetzt brauche ich aber... Jetzt meine Weg, um wieder da hochzukommen. Heißt einmal hier rüberziehen. Und einmal wieder zurückziehen. So. Guten Tag. Also manche Gegner halten aber wirklich gefühlt nichts aus, ne? Was? Moment. Wieso hängt da gerade einer am einem Ballon? Kann ich die einfach runterholen? Good job! Hier haben wir Moda. Er ist so groß wie 4 Schneidebretter und wiegt so viel wie ein Küchenmesser. Okay. Endlich frei. Ich muss sofort zurück zu den anderen und ein riesiges Festmahl für alle zubereiten. Okay. Die haben sich auf jeden Fall witzige Sachen dazu ausgedacht, so als Trivia-Infos zu diesen kleinen Irrlichtern. Ist schon ganz witzig. Und quasi jedem von denen auch noch so eine kleine Persönlichkeit zu geben. Kann ich da hin? Nee. So. Richtung. Einmal kaputt machen. Und dann hier weiter. Bin ich von irgendwas verfolgt? Ja. Von einem verrückten Clownszug. Ist jetzt nicht so meine liebste Sache, von verfolgt zu werden. Nur im Idealfall würde ich am besten gar nicht verfolgt werden, aber ja. Da lang. Ich mag Züge. Was? Achso, das Ding hinten hat mich erwischt. Was? Ich hab Cheshire durch das Ding durchgeglitscht wieder mal. Okay.
Das ist richtig Nightmare Fuel. Ach. Steckbriefe liegen auch überall verstreut. Was für ein unhöflicher Haufen. War schon ein richtiges Nightmare Fuel gerade. Die Gesichter von diesen Dingern. Kann ich da jetzt nochmal hin? Oder kommt der mir jetzt gleich wieder entgegen? Ist jetzt irgendwo noch ein Tyrannog, was ich vielleicht kaputt machen kann? Nee, ist einfach nur beeinflusst durch das Tyrannog. Wait. Da ist das Tyrannog. Ha. Fast übersehen. Kriegen wir vielleicht mal wieder eins mit Rätseln? Jetzt hatten wir nämlich zwei? Drei? Eher nur Tyrannogs zum Kämpfen. Raserei. Es sieht zumindest ein bisschen größer aus. Vielleicht ist es jetzt auch mal wieder was zum zum Rätseln. Schauen wir mal. Es ist eher eins zum Weglaufen. Weil ich hier von Zügen gejagt werde. Und nu? Ah. Oh no. Gehen wir Schritt für Schritt einfach, vorsichtig. Der Arzt ist wirklich fancy. True. Oh nein. Damn it. Vielleicht laufe ich auf der Innenseite erstmal. Oh, jetzt habe ich natürlich nur auf Cheshire geguckt und nicht auf Sarissa. Immer Augen auf, wenn man über die Schienen läuft. So. Kann einfach Stück für Stück einfach vorangehen. Das war gemein. Hätte nicht wissen können, dass ich da noch mal zurücklaufen muss. So, bin ich da oben jetzt kurz safe? Dann probieren wir jetzt hier unten einmal durchzukommen. Und natürlich alles mitzunehmen. So. Wir sind wieder zusammen. Da muss einer der Entwickler viel mit der Deutschen Bahn fahren, muss dieses Trauma jetzt erstmal. Ja, echt ein hartes Trauma. Cool. Und damit haben wir eine weitere Blume der Lebenskraft.
So, und weg damit. Das war cool. War nicht direkt ein Rätsel, aber es war so ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Das ist auch okay. Hauptsache, es war nicht einfach nur drauf rumhauen. War eher so ausweichen. Jetzt haben wir ja alle Tyrannox gemacht, ne? Ja. Und sehen jetzt auch alles auf der Karte, was da noch hier ist. Eine Höllenfrucht, die ist da weiter unten. Eine Mondperle da rechts und die zwei Irrlichter noch. Okay. Jetzt kann ich auch hier unten lang. Und da oben auch. Moment, da ist noch Truhe. Dann gehen wir erstmal oben zur Truhe. Plupp. Nice. Und jetzt erstmal gucken, was noch unten ist. Wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Kleinigkeiten. Oder ein Weg zurück. Oder eine Höllenfrucht, wenn ich das da hinten gerade richtig gesehen habe. Nice. Gratis Höllenfrucht. Die Sache ist, ich glaube aktuell, selbst wenn wir noch ein Upgrade-Ding wieder finden, ich glaube, ich habe eh kaum noch neue Sachen, die ich lernen kann. Wahrscheinlich wäre es dann besser, die einfach so ein bisschen zu sparen. Oh, wait, bin ich jetzt wieder am Anfang? Ja, bin wieder zurück am Anfang. Abgefallen? Nee. Was? Achso, ihr seid wieder da. Dudes, nicht stressen. Da oben in der Mitte ist dann wahrscheinlich noch ein Irrlicht. Gar nicht hier unten, ne? Ja, oben in der Mitte. Von hier aus komme ich da nicht hin. Was ist denn hier noch? Eine Rutsche. Mal gucken, wo die mich hinbringen. Ich habe ja den Weg da ja entriegelt. Einfach nur runter. Heißt, hätte ich den Weg nicht vorher entriegelt, wäre ich da quasi wunderschön in der Einbahnstraße runtergerollt oder runtergerutscht. Und müsste den ganzen Weg außenrum nochmal laufen, weil ich nicht zurückkäme. Das wäre etwas blöd gewesen. Okay, dann haben wir zumindest hier erstmal alles, wo ich jetzt spontan dran kam. Rutsche oder Treppe? Ja, Moment. Wenn schon die Rutsche. Nicht, dass mir das irgendwas gebracht hätte. Aber es sah stylisch aus. Schon wieder so ein Rando. Ah, diesmal wollen die aber auch kämpfen. Aua. So, schnell mal fesseln. Dann bleibt er auch schön unten. Hier geblieben.
auch hier geblieben. Aua. Fesseln Bayonetta Chan. Ja, noch ist sie keine Bayonetta. Und außerdem ist es... Nee. Es ist Sarissa, so rum. Ganz viel von dem Stuff, okay. So. Und hoch da. Die Feen sehen nicht so toll aus, die möchte man auch verkloppen. Ja, schon, ne? Die haben so ein schönes, ich möchte in die Fresse hauen, Gesicht. So. Oh, wait. Nein. Falscher Knopf. Das Feuermeldergesicht. Not sure about that. So, jetzt ist die Frage. Ist das die Rutsche? Ja. Sieht gut aus, ja. Na, kriegen wir noch einen Trank, den wir nicht brauchen? Ja. Es wäre ganz nett, wenn die Tränke, die man nicht braucht, dann einfach irgendwie in anderen Stuff umgewandelt würden. Das Gebiet auf was von den Pflanzen, von der Pflanzenarena in XY. Ja. Sehe ich den Punkt. Was ist jetzt hier? Oh, hier muss wahrscheinlich optional, ne? Was ist das? Erinnerungen? A gigantic tower built by the fairies. Strange contraptions were scattered about its base. Its haphazard construction reflected the disorder in the fairies' hearts. Okay. Hier habe ich gerade random noch ein... irgendwie was bekommen von denen. So ein Stück von diesem roten... von der roten Zutat. Okay. Nein, ich habe schon den falschen gedrückt. Ach, der hat die Ballons kaputt gemacht. Ah. Kann ich die auch kaputt machen? Ja. So, aber da hinten kann ich nicht weiter. Und ich glaube, dem Zug entgegenlaufen ist auch nicht so die smarteste Idee. Also gehen wir hier unten lang. Aber wenn ich mir das so angucke, muss ich wohl mit meiner nicht so die smartesten Idee wohl leben und gleich dem Zug entgegenlaufen. Oder kann ich da hinten noch weiter? Nein. Dann müssen wir dem Zug entgegenlaufen. Komme ich noch durch oder werde ich überfahren? Okay. Wobei, ich kann da vorne kurz Pause machen. Nein! Ich war zu greedy. Und wurde überfahren. Weg mit euch. Wollen wir den erstmal befreien, bevor ihr euch weiter freut? Wobei, lasst mich erstmal schnell looten, bevor ihr mit den befreien. So, wer bist du? Flop. Danke, ich gehe zurück zur Zufall und werde ein paar Regeln dazu entwerfen, wie man im Fall einer Entführung durch Feen verhält. Okay. Hier ist Peaks. Er ist ca. 8 Nägel groß und wiegt so viel wie ein Hammer. Sein Hobby ist Lernen. Könnte Ale sein. So. Diese Musik, jedes Mal, wenn dieser dumme Zug vorbeikommt. Düm, 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 düm.
Untersuchen. Ich frage mich, was dieser Zug transportiert. Irgendwo, ach, da oben kann ich aufsteigen. So, hier bin ich ja erstmal safe. Wir präsentieren den unvergleichlichen Amadan Dib. Er lebt seine Kunststücke in Amadans Zirkuszelt. Okay. Oh, ich kann die sogar weghauen einfach. Auch Menschen sind in Amadans Zirkuszelt willkommen. Wurde es deshalb in unserer Sprache geschrieben? Dann sind wahrscheinlich auch nur so lange willkommen, bis dass sie halt nie wieder gehen können, ne? Ah, hier kann ich runter. Ist halt einfach super praktisch, ihn so die ganze Zeit vor mir herzuziehen. It's a mimic again. So, du schnappst dir da erstmal den Schild. Und du fesselst die beiden. So. Dann boxen wir den jetzt noch eben schnell um. Der war ja eh schon fast down. Und dich halten wir kurz fest. So, gib mal dein Schild wieder her. Nice. Das hat wieder mal sehr gut funktioniert. Die hat einfach gar keine Chance gegen uns. So, jetzt möchte ich gerne meine Belohnung haben. Nice. Mittlerweile schon richtig viel Upgrade-Materialien. Oh, wait. Komm sehr. Hoch ist wahrscheinlich der richtige Weg, ne? Ja. Dann nehmen wir erstmal hier den optionalen. Möp, möp, möp. Daneben. Komme ich da eigentlich? Ja, doch, ich komme da hin. Geschichte des Feenkönigreichs. Die Feudalzeit der Feenstaaten fand offiziell ihr Ende durch die Hand einer Fee namens Mordred. Mordred war nicht nur ein gewiefter Stratege, sondern auch ein furchtloser Krieger mit einem flammenden Speer und sein Kampfgeschick hatte ihm unzählige Auszeichnungen eingebracht und sein Heimatland zu beachtlichem Wohlstand geholfen. Geschichten seiner Stärke machten ihn im ganzen Wald die Runde, sodass viele von Avalons talentiertesten Kriegern sich vor ihm versammelten. Angetrieben von kühnen Ambitionen und überwältigender militärischer Stärke eroberte er einen benachbarten Feenstaat nach dem anderen, bis er schließlich ganz Avalon erfolgreich eingenommen hatte. Die Vereinigung Avalons durch Mordred läutete jedoch keineswegs ein friedliches Zeitalter ein. Vielmehr begann eine neue Ära der Härte und Brutalität. Als Folge eines erfolgreichen Eroberungszugs gab es nun niemanden mehr, der stark genug war, sich dem neuen Feenkönig zu widersetzen. Nachdem Mordred somit absolute Autorität erlangt hatte, wuchs seine Überheblichkeit mit jedem Tag und sein ohnehin schon unbändiger Stolz begann ihn langsam aber sicher zu verändern. Tja. Okay. Da kann ich wahrscheinlich noch nicht hin. Dann versuchen wir nochmal auf den fahrenden Zug zu springen. Pro-Tipp von mir, mach das im Normalfall besser nicht. So. Nein. Ah, ich war zu langsam. Aber ich habe zumindest gesehen, was ich tun soll.